This meeting is being recorded. So, hallo. Ich begrüße den Stefan Lehmann und Alexandra Suchau. Hallo, Ralf. Ja, und die beiden sind die Böden wieder beleben und damit auch die Gewässer gesund halten. Und das passiert mit einer fantastischen Biologie, die aufgebaut wird, was weit über normale Kompostierung hinausgeht. Und sogenannte Bodenaktivatoren herstellt, von denen man dann nur sehr wenig braucht. Und die normale Kompostierung, um jetzt die Abfälle und so da zu verarbeiten, das ist ein anderes Thema. Es ergänzt sich gut, aber hier sprechen wir jetzt über diese Spezialkomposte. Und da wollen wir einfach mal sehen, was da das Wesentliche dran ist. Wollt ihr vielleicht kurz mal einsteigen und sagen, wie ihr zu gesunden Verhältnissen in Boden und Gewässern kommt? Also mich hat es eigentlich schon in der frühen Jugend interessiert, wie man Biotope baut, Landschaften gesund pflegt. Und da ich immer sehr wenig Geld hatte, musste ich mir immer irgendwas einfallen lassen, wie man das mit einfachen Mitteln hinkriegt. Und ich hatte mal ein Gewässer gesund gepflegt. Das war dann eines der besten Gewässer in der nördlichen Fränkischen Alb. Und da habe ich gelernt, dass die Mikrobiologie eine Voraussetzung dafür ist, einerseits Schadstoffe abzubauen, die Nährstoffkreisläufe richtig zu schließen und fruchtbare, gesunde Verhältnisse aufzubauen. Und dann habe ich einfach immer daran weitergearbeitet, guckt, wer gehört noch dazu, was ist hilfreich, wie kann man es einfach selber machen. Und das lehren wir jetzt auch in unserer Kompostwerkstatt und reisen damit durch die Lande. Ja, wunderbar. Alexandra, magst du auch ein paar Sätze sagen? Was ist deine Motivation? Wie bist du dazu gekommen? Ja, als ich Stefan kennengelernt habe, hatte ich noch nicht so einen Bezug zu den Mikroorganismen und ich hatte eine chronische Krankheit und die Mikroorganismen haben mir geholfen, ich bin immer aus dem Bild, dabei bewege ich mich nicht, dass ich gesund geworden bin und habe jetzt ein ganz anderes Verhältnis zu Mikroorganismen und sehe sie richtig als meine Freunde auch. Die Arbeit macht großen Spaß. Ja, es ist tatsächlich diese enge Verbindung gesunde Böden, gesunde Pflanzen, gesunder Mensch. Und das habe ich halt auch erst im Lauf der Jahre verstanden. Und das ist aber wichtig, dass das halt auch mehr in den Vordergrund gerät. Vielleicht könnt ihr ein paar Bilder zeigen. Wir können dann mit den Bildern vielleicht besser erklären, wovon wir reden. Gerne. Wir haben uns auch sehr mit den Humusforschern beschäftigt, also Leute, unsere Altvorderen, die daran geforscht haben, was für gesunde Prozesse eine Voraussetzung ist. Und sie haben unumstößlich nachgewiesen, wenn der Boden gesund ist, sind es nachfolgend das Wasser und die Luft und die Pflanzen, Tiere und Menschen. Und Sir Albert Howard hatte in Indore zum Beispiel eine kleine Versuchsfarm, wo er dann probiert hat, auf gesunden Böden Pflanzen krank zu machen, was ihm nicht gelungen ist. Und so gilt er auch als der Urvater der Kompostierung. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, wenn wir jetzt zu den alten Humusforschern gucken, dass wir ganz andere Verhältnisse auf der Erde haben. Wir haben in den letzten 50 Jahren unsere Erde mit Antibiotika sozusagen überflutet. Das sind Millionen von Tonnen. Und jeder, der an Mikroben forscht und weiß, wie antibiotische Stoffe wirken, weiß, dass hier draus im Prinzip Mutationen, neue Krankheitsformen und auch Resistenzen entstehen. Und das führt ja gerade zu einer gigantischen Zunahme an Krankheiten, die nicht nur uns Menschen betrifft, sondern die gesamte Schöpfung. Und wenn man dann sieht, dass in den letzten 30 Jahren haben wir ca. 70% der Artenmasse bei den Insekten verloren in den Schutzgebieten. Also da, wo wir eigentlich von ausgehen, dass alles gut ist. Und wenn wir solche Flächen gesund pflegen,
haben wir eine ganz enorme Artenrückwanderung. Also es werden generell in manchen Artenbereichen immer we weniger. Und hier sind wir wirklich schon am Anschlag, dass sie ganz verschwinden und es verschwinden auch viele. Und wir erleben es immer wieder in unserer Arbeit, wenn wir den Boden gesund pflegen, kommen die Arten von ganz alleine wieder. Nicht alle, aber es ist eine Hoffnung. Wie macht ihr das jetzt konkret? Also da ihr seid ja die, die wirklich auch Wege gefunden haben, die Bodenbiologie auf eine fantastische Art mit der ganzen Palette von Organismen anzureichern. Und das ist aus meiner Sicht, was ihr macht, Weltklasse. Und es erfordert wirklich verschiedene Milieubedingungen, ne? Der normale Kompost, entweder aerob oder halt eher Fermentierung, da gibt es dann Kämpfe, was ist richtig? Es ist beides ein Weg und man muss noch mehr Wege finden. Und ihr seid bei 7 Wegen sogar. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, Stefan. Ich will erst mal zeigen, diese zwei grundsätzlich unterschiedliche Milieus. Links sehen wir, wenn gesunde Verhältnisse entgleist sind, entstehen Faulverhältnisse. Und ihr seht ja oben in dem einen Bild, vielleicht sieht man es bei meiner Maus ganz gut, hier eine Verockerung. Das ist wirklich schwarzes Wasser nach, da habe ich mit im Wald gearbeitet als Zufäller. Im Holzgroßeinschlag, das ist der Herthasee, das ist der Zuleitung zu Oberfläche, die Zuleitung des Oberflächenwassers vom großen Weiher. Und es ist ein Freund, der bei uns praktisch Schichtenwasserverhältnisse an so an seinem Hof hat. Und wenn wir oder auch andere Arten dieses Wasser kontinuierlich zu sich nehmen, erkranken sie und sterben letztlich auch daran. Und zwar, das geht auch, also manches dauert eben länger, weil es über das Grundwasser läuft und das Grundwasser einen langen Weg hat. Und bei manchen geht es ruckzuck. Und in diesen Bereichen haben wir alle an Gesundung gearbeitet. Und ihr seht selber, was hier für schöne Bilder rauskommen oder wie hier links gutes Wasser aus einem Schichtenwasserleiter noch kommt und ein anderer Schichtenwasserleiter umgekippt ist. Und hier oben mit dem Foto habe ich mich mit meiner Frau Alexandra gestritten. Ich wollte gerne dieses Foto da reinhaben. Und sie sagte dann irgendwann, na Stefan, da siehst du doch gar kein Wasser. Und ich habe gesagt, ja, genau das ist es. Wasser muss so klar sein, dass du in jedes Gewässer in Deutschland mindestens 5 bis 7 Meter reingucken könntest. Und wenn du das nicht kannst, ist es für sich schon pathogen. Ja, und das, die Wasserqualität hängt ja fast 1:1 an den Bodenverhältnissen im Wassereinzugsgebiet. Und das ist auch immer noch so, dass viele Wasserbetriebe das nicht mal verstehen. Und wir arbeiten jetzt auch an regenerativer Landwirtschaft für Wasserbetriebe in Bayern. Und das kommt jetzt immer mehr. Also eigentlich muss die Wasserwirtschaft sich um die Bodenbiologie kümmern. Ja, am besten alle. Ja. Geht auf den Balkon, im Blumenkasten. Wir haben eine Frau, die kompostiert im zweiten Stock in Berlin auf dem Fensterbrett. Ne? Und es geht eben nicht darum, dass wir einfach kompostieren. Normale Komposte können das nicht. Wenn wir organische Masse einfach in Komposter werfen oder auch die richtige Mikrobiologie nicht vorhanden ist, fördern wir diese Entgleisung. Und wir müssen einfach wissen, dass wir die richtige Mikrobiologie haben. Und dieses Verständnis, dass wir sie auf der Erde verloren haben. Also wenn ich jetzt auf den Glyphosat-Acker gehe, Glyphosat ist auch ein Antibiotikum und probiere dann da mit den Materialien Wirbelstrom-Komposter oder auch einen Johnson-Zu-Bioreaktor aufzubauen, was auch ein Kompostierungsverfahren ist. Da kann ich 1000 Jahre die Sachen reinschmeißen und ich komme nicht zur Gesundung. Und das ist das Schwierige, was wir lernen müssen. Wenn wir was verloren haben, dann muss ich wissen, wo ich es wieder bekomme.
Und das hast du ja in der Einleitung, Ralf, schon schön gesagt, dass wir eben nicht nur ein Kompostierungsverfahren haben. Wir haben uns eben viele Humusforscher angeguckt, haben geguckt, mit welchen Verfahren sie arbeiten und haben gelernt, dass unterschiedliche Kompostierungsverfahren unterschiedliche Milieus aufbauen und auch unterschiedliche Arten fördern. Und so können wir jetzt letztlich über zwei oder drei wesentliche Kompostierungsverfahren sieben Artengemeinschaften eines gesunden Mikrobioms aufbauen. Und nur mal um zwei oder drei zu nennen, das eine sind zum Beispiel die Milchsäuren und Hefen, die auch wichtig sind, zum Beispiel für gesundes Sauerteigbrot. Die anderen sind Pilze. Die Landwirtschaft hat eigentlich ihre Pilze general verloren, wie auch der Wald, gerade auch innerhalb der Symbiosepartner. Das ist ein Hauptgrund für dieses Waldsterben und nicht der Borkenkäfer. Und das andere sind zum Beispiel urzeitliche Mikroorganismenarten, mit denen James Francis Martin gearbeitet hat, die praktisch früher, als unsere Erde noch wüst und leer war, vor Millionen von Jahren, fruchtbaren Boden aufgebaut haben. Und wir haben praktisch unsere zwei Grundkomposte, wo wir dann mit diesen sieben Artengemeinschaften arbeiten. Und das Allerwichtigste ist hier, dass wir ungestörte Fermentationsbedingungen aufbauen. Und fermentieren gibt es in Anwesenheit von Luftsauerstoff und in Abwesenheit von Luftsauerstoff. Das ist also nicht nur wie Sauerkraut, sondern die humusbildenden Mikroorganismen, die müssen zum Beispiel immer Luftsauerstoff atmen. Und wenn sie den einmal nicht kriegen, sind sie erstickt wie ein Mensch, der 10 Minuten keine Luft hatte, der ist mausetot. Und diese Luft ist in Kompost, in normalen Komposten nach einem Tag verbraucht. Und das war eigentlich die schwierigste Leistung, Komposter zu entwickeln. Und hier ist ganz wichtig, wie das aufgesetzt wird, die innere Struktur, das Handwerk, wie man das macht. Ja, Und das das ist halt schulen wir. auch, sorry, da sind ja auch die Kompostierungsverfahren, die komplett darauf achten, das aerob zu halten, die haben ja einen relativen Erfolg. Aber es ist ein Ja. irrer Aufwand. Da fahren täglich die Maschinen mit gigantischem Dieselaufwand. Und dabei macht man aber die Pilze wieder nieder, ne? Weil die Myzele da Genau. zerstört werden. Und da habt ihr jetzt einen anderen Weg gefunden, ähnlich. Du hast Johnson's Schuh schon angesprochen. Und ihr geht ja noch weiter mit den verschiedenen Milieubedingungen. Und Ja. kannst du da nochmal drauf eingehen? Ja, in dem einen Komposter stellen, also erstens, unsere Komposter haben 1,2 Kubikmeter. Das passt schon fast in jeden Garten. Man kann es zugleich machen, nacheinander. Man kann auch Arbeitsgemeinschaften mit Freunden bilden und die später zusammenführen. Und bei uns ist es so, dass wir so stabile Verhältnisse in den Komposten aufbauen, dass wir sie ein Jahr lang nicht umsetzen müssen. Und deswegen können sich da sowohl die Aeroben bilden, die zum Beispiel auch das vertragen, dass man öfters umsetzt. Oder bei Pilzen ist es so, die brauchen schon ein Jahr, bis sie sich etablieren. Dann haben wir einen zweiten Grundkompost, wo wir nach außen hin sozusagen das Eindringen der Luft erschweren und so Milieus aufbauen, wie man sie eigentlich in der Braunkohleentstehung hat. Und somit entstehen bei uns auch eine Form von Kohle, aber eine, die eine amorphe Struktur hat und es werden Huminsäuren gebildet. Und die sind unglaublich gesundheitsfördernd. Und das ist das, wo James Francis Martin dran geforscht hat. Und dann haben wir noch das Bokashi zu Hause, wo wir aber auch nicht nur unsere Küchenabfälle reinwerfen, sondern auch durch gezieltes Mulchen,
Also Wildpflanzen haben ein 100-fach artenreicheres Mikrobiom als Kulturpflanzen, also 10.000% mehr Artenreichtum. Und das bringen wir gezielt über Mulchen, über Kräuter, die wir sammeln, über zwei, drei Mulchtermine ergänzen wir das. Und sie sind auch die Meister der Spurnährstoffe. Sie haben also locker im Faktor 10 und manchmal auch mehr Spurennährstoffe. Und die sind eben auch schon organisch sozusagen verfügbar. Und wir Ja, lassen unsere Komposte. lass mich da mal gerade einhaken, weil das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wir haben ja bei den Mikronährstoffen auch unglaubliche Defizite in den Böden, ne? Sie sind ausgelaugt, es wird nicht geguckt, was fehlt. Und da hat einer, der bei mir eine Doktorarbeit gemacht hat, der Stefan Hügel, hat da 3 Jahre dran gearbeitet, hier Mineralienwende. Ja. Er hat wirklich Messungen gemacht an Demeter-Komposten. Und da sagt man ja, hofeigener Kreislauf und so weiter. Ja, wenn im Kreislauf irgendwas fehlt, dann hilft der Kreislauf auch nicht. Ja. Und deshalb, man muss erst mal anreichern. Und da diese über Wildkräuter ist natürlich ein guter Weg. Und dann, wenn man die Mykorrhizen hat, die holen dann tief raus, die Bäume holen, also Baum, Laub und so weiter. Da gibt es viele Wege und sonst muss man auch gucken, dass man vielleicht ein paar auch einfach erstmal zufügt, damit das in Gang kommt. Und wenn die Biologie dann dreht, dann geht es sowieso von selber, ne? Ja, das machen manche auch, dass sie zum Beispiel gezielt gucken auf die Nährstoffverhältnisse, die Nährstoffbalance herstellen auf dem Acker und dann mit Impfkomposten arbeiten. Und ich selber habe im Grubenbetrieb gearbeitet, in Deponien. In Berlin hatten wir richtig Kriegsaltlastböden, wo ich immer nur mit Kompost gearbeitet habe. Und es ist bisher noch nicht gelungen, so eine Zeitverzögerung herzustellen, dass das eine Zeitverzögerung nachzuweisen, dass das eine Voraussetzung ist. Wenn die Pflanzen ihre richtigen Freunde an der Seite haben, dann sind die unglaublich leistungsfähig. Wir haben rote Tomaten auf blankem Sand südexponiert und nie gegossen. Wir haben da auch Getreide stehen, wo jeder sagt, im Prinzip auf ganz feinem Kies, wo jeder sagt, da kann überhaupt gar kein Getreide wachsen und das trägt genauso gut wie auf dem Acker. Das Schwierige dabei ist aber, also wir kommen ja von gesunden Verhältnissen her, die haben wir verloren und wenn wir die jetzt aufbauen, dann sind die sowas von empfindlich, dass das schon reicht, wenn man falsch gießt. Zum Beispiel, dass der Wassertropfen aus dem Gießschlauch den Humusaggregat zerschlägt und man kann alles richtig machen und es gibt wenig Sachen, die man wirklich falsch machen kann. Und das lehren wir. Wir bilden Gemeinschaften, wo wir arbeiten, uns austauschen, wie wir da einfach vorankommen. Und dann wird es auch immer leichter. Und die jüngsten Kompost-Werkstatt-Teilnehmer waren 11 und 12 Jahre. Und der letzte war letzten Kompostkurs dabei und einfach auch eine große Letzte Woche. Hoffnung. Letzte Woche richtig begeistert und einfach schön. Das kann also jeder. Ja, das finde ich das Tolle, dass das etwas ist, wo die Leute, die wirklich was bewegen wollen in der Welt, hier ist eigentlich der Grundansatz, wie man die Welt wieder beleben kann. Damit kommt das Wetter wieder in Gang, weil zerstörtes Wetter ist halt zerstörter Wasserkreislauf. Das hängt auch an der Bodenbiologie. Und ich möchte jetzt also erstens noch sagen, die Art von Komposten, die ihr herstellt, das ist wie gesagt Weltklasse. Und hier geht es um Aktivatorkomposte. Also es geht jetzt nicht um 10 Tonnen pro Hektar, sondern hier geht es darum, 1, 2 Kilo pro Hektar, die dann genau ausgebracht werden in Wasser, kann man mit der Spritze oder am besten beim Drillen dann mit. Dass das Saatgut gleich die Verbündeten findet und so weiter.
Das ist halt ein toller Weg. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Also der normale, sagen wir mal, Alltagskompost auf den Höfen, den wird es weitergeben. Aber es braucht Spezialisten, die eure Methode lernen, in ihrer Umgebung sowas machen und dann das anbieten. Und da brauchst du nur diese kleinen Mengen. Die müssen aber ganz toll sein. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss noch auf euer Ferment 7 Oxy kommen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, bevor wir dann zum Schlusswort Ja, kommen. also wir arbeiten eigentlich wenig oder gar nicht mit Komposttee, wenn denn machen wir aus den Impfkomposten einen Kaltauszug. Und Ferment 7 Oxy ist noch den Kompost weiter fermentiert. Der ist im Prinzip so lange fermentiert, bis da drin keine Mikroorganismen mehr nachweisbar sind. Und dann sind da noch 7 Kräuter drin. Bentonit, Kaolin, Zeolit, also so eine Mineraliengemeinschaft, die auch sozusagen mit den anderen Arten eine Freundschaft bilden. Die 5 Kräuter aus dem Demeter-Anbau, gutes Wasser, gutes Salz. Und da, das ist etwas, was man gut versprühen kann, was auch, sagen wir mal, ziemlich leicht auszubringen ist. Davon braucht man 78 Milliliter pro Hektar oder weniger. Und das stellen wir auch her. Das haben wir aber erst wieder im Herbst, weil wir das jetzt für die Kompostteilnehmer brauchen, weil ich in diesem Jahr sozusagen eine Produktionslücke habe und auch auf meine Materialien nicht zurückgreifen konnte und von daher das auch nicht in dem Umfang herstellen konnte, wie ich es gerne wollte. Und wir wollen auch gerne, dass die Leute erst kommen und richtig lernen, damit umzugehen, weil es sind ja auch unsere Freunde. Und wir geben unsere Freunde gerne in gute Hände. Und dass man das lernen kann, haben wir so ein Webinar Grundlagen, was regelmäßig stattfindet. Wenn ihr oder sie uns da einfach eine E-Mail schicken, dann schickt Alexandra Ihnen eine Einladung. Wann das nächste stattfindet, weiß ich nicht. Das hängt an den Kompostkurs-Teilnehmern, ob die das kennen oder nicht. Im Moment ist unser Schwerpunkt der Kompostkurs. Und dann laden wir sie ein. Wir haben auch kein Werbebüro, Planungsbüro, Keine Homepage. Arbeitsbüro. Wir machen das alles schön Stück für Stück. Deswegen dauert es manchmal auch, bis sie eine Antwort bekommen. Und wenn wir viel draußen sind, dauert es mit der E-Mail-Antwort auch länger. Und wir haben in diesem Jahr 7 Kompostkurse. Jetzt sind noch 4 übrig und in 3 ist auch noch Platz. Also wer das lernen möchte, gerade in Österreich ist auch noch Platz. Und es ist auch sehr ratsam, manchmal sozusagen in eine andere Gegend zu fahren. Also die Hieretz und der Hubert Stark. Das sind Menschen, die über die Humusbewegung sich sehr um Bodengesundheit kümmern und da auch Spezialisten sind. Und es ist immer schön, wenn man so eine Spezialisten auf seinem Weg kennenlernt, die Lebensgemeinschaft Mützen. Das ist zum Beispiel ein, wie sagt man jetzt? Seminar. Nee, eine Gemeinschaft, die einen Garten hat und sich hier um Gesundheit kümmert. Das ist in Klenze. Die kenne ich aber noch nicht so gut, deswegen machen die bestimmt auch noch viel mehr, aber das lerne ich ja auch erst alles kennen. Die Und kenne ich. Eckart Göring, das sind auch Spezialisten, der ist aber schon ausgebucht. Ja. Was Ja, hattest du gesagt, Ralf? in Klenze komme ich auch vorbei. Also Ja. da sind auch noch ein paar Plätze frei. Und ich kann es sehr, sehr empfehlen. Also von meinem Forschungsteam, wir haben 5 Leute, die Vollzeit für Bodenverbesserung arbeiten. Und 2 davon haben an dem Kurs bei euch teilgenommen, schon vor 2 Jahren oder so, waren völlig begeistert. Und wir merken aber, wir müssen immer differenzieren zwischen den Aktivator-Komposten und der normalen Kompostierung. Die Leute verstehen es sonst nicht. Ja. Und insofern, das ist jetzt wirklich für Leute, die es richtig, richtig gut machen wollen. Und der Bedarf ist gigantisch. So viele Böden sind runter und wir brauchen einfach diese Wahnsinnsbiologie. Und dann kann es wieder richtig losgehen. Und du hast gesagt, selbst die Bodenstruktur, wenn die sonst nicht toll ist, das kommt ja dann alles. Also wenn die Ja. Biologie da ist, besonders die
Bodenpilze und die Mykorrhizen, da habt ihr ja auch besondere Tricks, weil die Mykorrhizen kriege ich nicht mit dem Johnson zu, sondern da muss ich schon besondere Sachen machen, weil die sich auch mit den lebenden Pflanzen natürlich entwickeln. Da habt ihr Sachen entwickelt. Also ich kann das sehr, sehr empfehlen. Und ja, damit würde ich jetzt auch beenden. Alexandra, magst du vielleicht noch ein paar Sätze zum Abschluss sagen? Ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr kommt, uns kennenlernt, unser Verfahren. Und es ist ein richtiges Handwerk. Und es kann wirklich auch jeder, der Ernst und Eifer hat. Wunderbar. Und wir haben auch einfache Wege. Es ist manchmal gut, wenn man etwas verstanden hat. Und dann geht man zu dem, der Impfkompost hat und sagt, gib mir mal ein bisschen was. Da reicht schon einer in einer ganzen Gartenkolonie. Und dann würde die ganze Gartenkolonie davon profitieren. Oder man macht es selber in seinem Garten und hilft seinen Nachbarn. Ja. Ja, und die coolen Leute bringen nicht Pralinen mit, sondern ein kleines Säckchen mit Auf jeden Kompost. Fall. Genau. Zum Kurs immer eine Handvoll Boden mitbringen. Genau. Ja, und damit danke ich euch und ja, halt auch die Leute in Österreich. Zwei von euren Seminaren sind in Österreich. Da gibt es sehr viele Menschen, die sich schon seit längerer Zeit mit diesem Thema beschäftigen, aber auch in Deutschland und sogar in Norddeutschland geht es jetzt weiter. Ja. Und insofern ist das jetzt der Aufruf, macht mit. Und da es ist eine Arbeit, die man vom Herzen machen kann. Man kann es auch Teilzeit machen, man braucht keine Riesenflächen. Aber es braucht die Fachkenntnisse und das muss man wirklich von Grund auf lernen. Und da seid ihr absolut fantastisch und ich bin froh, dass ihr die Arbeit macht. Und damit danke euch fürs Gespräch und wir sehen uns demnächst. Dankeschön. Alles Gute, Ralf. Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss.